Willkommen zurück zu Mario Kart 8 Deluxe. Deluxe. Wie Der auch immer. Lachs. Wir spielen hier jetzt. Und ja, hassen Iggy. Uns. Iggy! Knochenbauer. Ich habe kein eigenes Spiel, aber ich tauche ständig in irgendwelchen Spielen auf. Ich habe übrigens Dallas die Woche ja die Smash-Videos geschnitten und da war die eine Folge, wo wir uns gegenseitig die Charaktere gesagt haben. Ja. Stimmt, das war witzig, ja. Und Zellos sagt so, okay, du bekommst Reue. Und ich so, ja. Und dann er so, nein, nicht den Reue, du bekommst den Koopa Roy. Ja, das war mega witzig. Das war gut, ja. Das ist glaube ich, die Folge. Zellos, was fährst du denn nämlich rein? Ja, was fährst du auch in mich rein, hallo? Wieso fährst du nicht mal in mich rein? Aus meiner Sicht bist du in mich reingefahren. Ich hatte gerade einen ganz komischen Bug. Ich habe den Roten losgelassen. Weißt du bei mir, ich glaube, wir erledigen das über die Versicherung. Ja, weißt du, also wir. Ich habe keine Versicherung in Mario Kart abgeschlossen. Dann hast du verkackt. Dann hast du einfach nur verkackt. Muss man das versichern? Natürlich. Ach, Rikos wollte irgendwas erzählen. Wir haben ihn, glaube ich, unterbrochen. Hab ich gesagt. Weiß ich nicht. Gesagt? Irgendwas hast du gesagt. Hab ich? Ja. Du hast Rikos gesagt. Ich habe nicht zugehört. Nee, keine Ahnung, was ich, wenn ich wollte, dann Boing. Weiß ich nicht mehr, was ich wollen wollte. Ich schnappe jetzt einen Berry mit einer Sniper-Banane. Kugelwilli! Des Todes! Kaum OP, die Waffe. Also Kugelwilli ist wirklich die OP-ste Scheiße, die es gibt. Ich finde die Piranha-Pflanze am schlimmsten in diesem Spiel. Die Piranha-Pflanze ist für die anderen am schlimmsten, der Kugelwilli ist für dich halt einfach extrem gut, weil du einfach mal locker 5 Plätze gut machst, ohne dass du irgendwas tun musst. Das stimmt. Dr. Mario fährt gerade vor mir. Ja, der hat das der kommt aus und der kommt aus Schweden. Was soll Dr. Das? Mario aus Schweden könnte für mich auch was ganz Neues. Das ist auch. Habt ihr jetzt erfahren bei Nintendo jetzt? Es gibt. Der kommt aus Schweden. Ja. Dr. Mario. Ne? Da ist noch der Typ an uns vorbeigefahren, an uns dreien vor allem. Ist nicht schlimm. Ja, die Daisy. Das ist ein verdammter Doktor. Oh mein Gott, was soll man dagegen machen? Daisy nicht der Doktor. Daisy in Smash Bros. Ich bin begeistert. Ja, finde ich eigentlich auch. Ah doch, das ist Dr. Mario. Okay. Die Daisy. Dr. Mario. Ich dachte, das ist Dr. Mario. Warum ist es dann Daisy? Ich bin irritiert. Dr. Ja. Daisy. Der ist Schönheitschirurg. Der Dr. Mario. Der hat sich selbst umgeformt. Stimmt, man weiß nicht, was Dr. Mario für ein Chirurg ist. Man weiß nur, dass er Tabletten gibt. Wollen wir die Goldmine spielen? Ich mache einfach Zufall. Ich glaube, wenn wir die Goldmine jetzt kriegen, die N64-Strecke, dann wird das der kürzeste Part aller Zeiten. Weil die Strecke eben schon kurz war. Ach, die Regenbogenstrecke? Ja, die Dingstrecke dauert ja nur 2,5 Minuten statt 4. Und die dauert ja auch nur 2 Minuten. Dann haben wir nur einen 8-Minuten-Part. Aber wenn das so ist, dann. Wenn das Schicksal ist, so will ich, wehre mich nicht dagegen. Lieber kurze Parts. Dann lass uns da einfach jetzt ewig warten, bis es weitergeht. Ja. Ja. Wahrscheinlich kommt jetzt Fehler bei der Datenübertragung dann. Das kommt nur bei Splatoon. Ich wette, es kommt die Kumu-Weide. Das ist auch so eine richtige Blast-Strecke. Oh, in 200! 30 Sekunden! 30 Sekunden! Das könnte sogar eine 2-Minuten-Strecke werden. Anderthalb. Eineinhalb, ja. Aber das ist so eine Strecke, da finde ich 200 echt in Ordnung. Wir sind echt lang Babypark nicht mehr gefahren. Ist euch das mal aufgefallen? Das ist richtig. Wer hat schon wieder Bock drauf, okay? Wenn wir das nächste Mal sehen, müssen wir das wählen. Ja, genau. Antrag angenommen. Aber wir werden es vergessen, weil... Stattgegeben. Was? Die nächste Aufnahme, wenn die dann in 4-5 Wochen ist von Mario Kart, dann werden wir es vergessen. Ich hab's jetzt schon vergessen, worüber haben wir geredet? Ich weiß es nicht mehr. Excitebike wollten wir nehmen. Ich glaube über Babys. Wenn ich Excitebike, niemals. Oh Gott. Doch, die in 200 ist Excitebike mega geil. Es fühlt sich an, als irgendwelche. Oh Gott. Boah, so müsste das Spiel immer sein. Warum spielen wir nicht in 200? Ja, weiß weil wir das nicht beeinflussen können. Ja, eben, weil es Zufall ist. Wir könnten es beeinflussen mit einem eigenen Raum, aber naja. Na, Wahnsinn. Jetzt bin ich Platz 9, jetzt ist es komplett zufällig, welcher Platz ich werde. Merke das doch mal. Das nächste Mal, hahaha. Ha, ha. Ja, mal gucken. Ich komme, Barry, komm. Ja, mir ist es egal, ich bin im Mittelfeld. Ich kann das jetzt nicht mehr beeinflussen, welcher Platz ich werde. Ja, geht mir auch so. Will ich mit... Oh, Alter! Oh. Der Turbo hätte nicht sein müssen in der Luft. Welcher Platz seid ihr? 10. 9. Ah, Gott. Wenigstens noch vor Zeddos landen. Ja, was boostest du mich auch? Ich fang genau gegen die Wand. Sehr gut. Du Sau. Welche bist du, Rikus? 6. Boah. Aber ich bin in 200 auch mega schlecht in dem Spiel, weil ich halt auf 150. Oh, ich konzentriert habe, als ich das noch öfter gespielt habe. Oh Gott, das ist ja Superpilz, ne? Größte, beschissenste Item, was du bekommen kannst hier in dem Level. Also in dem 200, meine ich. Durch Zufall noch auf Platz 3 gekommen. Ich bin 11. plötzlich. 8. Platz. Ey, ich bin 12. Ja, das war eine schöne Strecke, ja. Was war das jetzt für eine Überlänge? Das war jetzt vielleicht eine Minute, eineinhalb?
Vor allem, ich bin in anderthalb ungefähr, fünf, ja. 5 Sekunden bin ich wirklich von Platz 5 auf Platz 12. Ja, läuft bei dir, ne? Ja, das ist eigentlich nicht vorhandener Skill-Rekurs. Das mag sein, ja. Ich wollte es nur mal festhalten, wie schnell es ging. Welche Strecke ist von denen denn die längste? Die kürzeste ist, glaube ich, Regenbogenboulevard. Ist damit die wahrscheinlich drankommen, damit der Part kurz wird. Ich liebe das Level. Ich nehme mal die Gruselvilla. Ich liebe Gruselwuselvilla, Zweitlieblingsstrecke. Wenn das jetzt noch kommt, ach nee, Instrumentalpiste kam heute nicht, Manu. Nee, Instrumentalpiste kommt. Aber wenn jetzt Babypark durch Zufall kommen würde, deswegen nehme ich nämlich immer Zufall-Rekurs. Das wäre jetzt was. Ich nehme auch immer Zufall, wenn nicht gerade die drei Level dabei sind, die ich gerne habe. Instrumentalpiste, Yoshis Piste und. Das hier. Regenbogen. Super Nintendo. Ja, die finde ich halt auch. Aber das ist so schön bunt. Okay, das stimmt. So schön bunt. Ach ja. Ach, so schön bunt. Oh, wir warten noch auf jemanden. Mach schnell hier. Los, wähl deine Strecke, los. Schneller. Weil es war doch schon ein Countdown. Was ist denn jetzt? Jetzt kommt bestimmt ja. Babypark durch Zufall dran. Ich spüre es. Ich kann es spüren. Ja, alles klar. Lass es raus. Egal was es ist. Es ist Babypark in Zufall. Jetzt kommt erstmal. Es ist der Disconnect. Es ist der Disconnect. Es ist der Disconnect. Dann wäre der Part zu Ende. Und der Stream. Es kommt Babypark dran. Ich glaube fest dran. Ich muss nur an das Herz der Karten glauben. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, aber ich glaube daran. Nein! Und? Was ist es? Steinbock-Ruin. Hyrule-Dings. Oh, okay. Hab ich doch gesagt. Oh, fand ich das gerade geil, diese Anspannung. 3 Minuten. Was wird das sein? Spannender als das Spiel Iran Zeit gegen Marokko oder welches war das bei der WM? Das kann nicht angehen, Mann. Wir spielen gegen Belladonna. Belladonna, ey. Dios mios, ey. Mein Luigi. Migi. Wie würde eigentlich Knochen-Luigi sagen? Knochen-Luigi. Fuck. Stimmt, der hat keine Stimme mehr. Der macht einfach. Der kann gar nichts sagen und ich kann Blätter. Der Knochen-Trocken, der macht ja auch irgendwie. Der kann nur mit den Knochen klackern. Ja, nee, das kann Luigi nicht, dafür wäre er zu blöd. Okay, der macht das aus Versehen. Ja, du machst okay. Genau, das macht das aus Versehen. Ja. Dann hört sich das so an. Jetzt ist los vor mir. Ja, der Zellose. Und da hat mich beim Boomerang genatzt, glaube ich. Jemand hat mich geboomerangt. Ich war das. Aha. Na, hab ich getroffen, du hast wieder auf mir. Komm wieder. Ach, komm. Ach, gut, ich hab mich erwischt. Das ist so ein Zufall. Ich wollte dich mal nicht treffen. Schon klar. Wolltest du mich treffen? War genau hinter dir, ja. Gemein. Wo willst du mich treffen? Da hatte ich doch schon am Mai getroffen. Ich hab dich auch im Mai getroffen. Ach fuck, ich hab auf dem Abkürzungs-Item spekuliert. Aha. Spekuliert auf dem Item? Spekuliert. Nom nom nom. Komm der eklige Rico kommt. Ist noch die Pflanze? Der eklige ist gerade weg. Ach Gott sei Dank. Ich war schon wieder an deinem Nacken und hab mir dran geschnuppert. Ah. Geschnuppert. Los, plötzlich hinter dir so. Hui! Oh, wo kam denn der Grüne her, ey? Hat er dich auch getroffen? Irgendwas hat mich getroffen, ja. War komisch. Boah. Oh, ich mag Rubine. Vor mir fährt Gammendorf. In Form einer Frau. Boah, hab ich Glück, dass der mich nicht mit dem Stern trifft. Eieiei. Oh, das macht schon Spaß, auch wenn es nicht das beste Mario Kart aller Zeiten ist, aber. Das mag ich hier übrigens. Ich weiß nicht warum. Ja, ich mag vielleicht auch. An den Rubinen, an den ganzen. Die sehen auch so schön aus, die Rubine. Und es passt irgendwie zu Zelda, alles so, die. Also klar, weil es auch die Musik ist und so, aber. Ist einfach ein stimmiges Level. Boah, Straßen. Nö, ist einfach schön. Ist gut. Gut gemacht, sag ich mal. Hui! Da hat mir einer meine Blume geklaut. Juhu, ich hab eine Blume geklaut. Oh, aber diese scheiß random Grün, das ist doch scheiße. Warte mal. Das ist ja irgendwo von der Bande in Grüner kommt. Oh, das wird kein gutes Ergebnis, aber egal. Vielleicht macht einer noch einen dummen Fehler. Naja, Platz 7. Scheiße, jetzt bin ich geblitzt. Ah. Ja gut, das war auch schon der Part, tatsächlich. Ich möchte mal wissen, was der Rekurs für eine Position hat. 8. Ach. Aber ich bin zwar 10 Sekunden später als Barry ins Ziel, aber trotzdem bloß ein Platz danach. Talos ist Dritter geworden. Ich bin Dritter geworden. Gut, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Sikowski. Tschüss. Bis bald. Ciao, ciao.